Seit einem Jahrzehnt leisten die First Responder in Fishermen schnelle und lebensrettende Hilfe. Letztes Wochenende wurde im Rahmen des Fishermender Markts das neue Einsatzfahrzeug der First Responder vorgestellt. Der Markt in der Fairtrade-Gemeinde Fishermen präsentiert monatlich eine vielseitige Auswahl an Bauernprodukten. Während des Marktes wurde diesmal das neue Einsatzfahrzeug der First Responder vorgestellt, das sowohl eine verbesserte Ausrüstung für schnelle Hilfe als auch mehr Sicherheit für die ehrenamtlichen Mitglieder bietet. Das Auto bedeutet mal in erster Linie Weiterentwicklung, so wie wir es die letzten 10 Jahre auch versucht haben fortzubringen und auch in der Notfallmedizin vorwärts zu schreiten. Und im Wesentlichen bringt das Fahrzeug nicht nur Mobilität, erweitert auch den Einsatzradius, sondern bringt auch Sicherheit für die Mitarbeiter selbst durch Warnlichter, Warnkennzeichnung und so weiter. Das ist der wesentliche Vorteil. Ganz, ganz wichtig. Ja. Es geht wirklich um Minuten, wenn nicht um Sekunden. Das war der Grund, warum wir uns damals zusammengesetzt haben und das entschieden haben, das in Fishermen zu etablieren und zu installieren. Da sind natürlich, wenn man die vor Ort hat, sind natürlich die wesentlich schneller dann bei den entsprechenden Einsatzort als jetzt andere Organisationen, die halt nicht direkt in Fishermen stationiert sind. Wir haben auch Gott sei Dank schon ein paar positive Renommationen gehabt, wo man jetzt mit den Personen sprechen kann. Die kommen jedes Mal zu uns und bedanken sich quasi für einen zweiten Geburtstag bei uns, wo der Eintreffzeit einfach viel ausgemacht hat, um diesen Ausgang zu finden. Man muss natürlich sagen, dass nicht jeder Patient lebensbedrohlich erkrankt sind, aber dennoch ist es so, dass natürlich durch die Bekanntheit des Systems, aber auch die Bekanntheit zwischen den Patienten und den First Respondern hier ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht und das macht auch sehr viel von diesem First Responder System aus. Der organisatorische Leiter Michael Gerser dankte der Stadtgemeinde und den Spendern für ihre Unterstützung. Die Alarmierung läuft über die Notrufleitstelle Notruf Niederösterreich, das heißt, wir sind hier an einer zentralen Leitstelle mit dem Alarmierungssystem angeschlossen. Unsere Einsätze beziehen sich in der Regel zu über 60% auf intern neurologische Notfälle. Hier fallen zum Beispiel Krankheitsbilder wie der Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Krampfanfälle, Blutzuckerkrankheit und dazu rein. In den anderen Prozent der Fällen sind es meist traumatologische Notfälle, das heißt eine Verletzung liegt vor und wir müssen in der Form agieren. So haben wir in etwa im Jahr über die letzten 10 Jahre Statistik ca. 500 bis 600 Einsätze im Jahr. Bürgermeister Rahm hebt die Bedeutung der First Responder als Vorbilder hervor und betonte die gemeinsamen Anstrengungen zur Sicherheit der Gemeinschaft. Die First Responder gehören ja zur Stadtgemeinde und das ist beinahe einmalig, dass es so etwas gibt. Die First Responder haben ganz offen gesagt schon einige Leben gerettet und schon einigen Menschen in Notlage geholfen. Und das ist für mich das Wichtigste und dafür investieren wir gern unser Geld, dass hier unsere Menschen im Fishermen der Bevölkerung geholfen wird. Aus der Reanimationsforschung weiß man, jede Minute ohne Herzdruckmassage nach einem Kreislaufstillstand bedeutet 10% weniger Überlebenswahrscheinlichkeit. Wir schaffen es im Fishermen in 2-3 Minuten am Notfallort einzutreffen und nicht nur Herzdruckmassage durchzuführen, sondern auch schon früh zu defibrillieren. Das führt natürlich dementsprechend im besten Fall zu einem wirklich guten neurologischen Outcome und einer guten weiteren Lebensqualität des Betroffenen oder der Betroffenen.